Das ist Tom, angehender Probestudent und zweifacher Sieger der Schach Open von Nevada. Sein heutiger Gegner ist Bob die Weißwurst, ein ausgefuchstes Kerlchen mit Köpfchen. Beide Kontrahenten wissen, heute steht alles auf dem Spiel. Leider hat das alles genauso wenig mit meiner Geschichte zu tun, wie diese Hexe. Hi, das bin ich. Ich war 20 Jahre alt und befand mich bereits am Abgrund meines Lebens. Arbeits- und mittellos vegetierte ich im Haus meiner Eltern vor mich hin. Was blieb mir auch anderes übrig? Es muss mal wieder einer dieser Tage im Juni gewesen sein. Die ganze Welt schien glücklich, egal wohin man sah, überall verliebte Menschen. Ich hatte das Gefühl, ich war die einzige Person, der das Leben nichts gönnte. Ich weiß nicht, ob es die Flasche Hubi-Wodka oder die Realität war, doch während ich da so auf meinem Bett lag, erschien mir das große, fliegende Spaghetti-Monster. Es befahl mir, den Ninja-Stern der Pasta-Weisheiten zu finden, ein vergessenes Relikt längst vergangener Tage. Wies mir den Weg dorthin auf einem Globus. Schnell noch Jackett und Hut geschnappt. Ja, und dann konnte die Reise ins Ungewisse auch schon beginnen. Was hatte ich schon zu verlieren? Nichts hielt mich in meiner Heimat und ich war jung und bereit für ein neues Abenteuer. Angeblich verlieh dieser Ninja-Stern sogar übermenschliche Kräfte. Ich reiste mit großer Vorsicht, denn mein Unterfangen war von äußerster Brisanz. Die Reise dauerte lang und kostete mich viel Kraft. Ich begegnete zahlreichen Phänomenen, wie zum Beispiel bergauf fließendem Wasser oder Steinen, die mich vom See aus angriffen. Erstaunlich. Ich kämpfte mich durch den Dschungel und musste alle Angst überwinden. Schließlich überquerte ich einen See, der von zahlreichen Ungeheuern und Monstern bevölkert war, um den Platz, an dem ich die Weisheit in Form des Ninja-Sterns empfangen sollte, zu erreichen. Das Spaghetti-Monster hatte nicht gelogen. Tatsächlich erwartete mich am angegebenen Ort ein Irrer, der sich als Tiger verkleidet hatte und mir nun den Stern reichte. Ich bedankte mich herzlich. Nun sollte mein Leben, welches bis dato eher unschön verlief, eine erfrischende Wende erfahren. Durch dieses Artefakt fühlte ich mich berufen zu großen. Viele Menschen könnten von meiner Weisheit profitieren und ich könnte damit der Welt etwas Gutes tun. Alle Türen standen mir offen. Ich war bereit für ein neues Leben. Ich war jung und... Oh, da hatte ich mich wohl etwas überschätzt. Los.